Jawohl! Red Bull Game Ball Royale, das ist das Wortspiel des heutigen Tages. Wer das 10-mal hintereinander fehlerfrei sagen kann, gewinnt meinen Job. Und er hat beim letzten Mal offensichtlich gewonnen, denn ich bin heute zum Glück an deiner Seite. Er ist ein Mann wie eine Naturgewalt. Er ist quasi stark für 10, schön für 20 und hier für uns alle, Reese! Dankeschön. Danke. Aber ich bin zum Glück auch nicht alleine hier, sondern hab sie an meiner Seite. Sie hat mich die letzten 1-2 Tage wirklich, wirklich ganz, ganz lieb aufgenommen. Und wir werden das heute Abend hier zusammen richtig geil machen. Ich habe richtig Bock. Gut, dass du da bist. Janine Michaelsen! Vielen Dank! Applaus! Dankeschön! Wenn wir es mal ganz kurz und knackig zusammenfassen, gibt es 4 Teams, es gibt 8 Matches und es gibt am Ende einen einzigen Sieger, beziehungsweise ein Siegerteam. Das ist jetzt natürlich sehr verknappt. Ein kleines bisschen länger mit ein paar Regeln haben wir in einem Film und den zeigen wir euch jetzt. Viel Spaß. Red Bull Game Ball Royale. Gespielt wird in 2 Mannschaften mit jeweils 6 Spielern sowie 2 Retrievern, die Bälle außerhalb des Spielfeldes zurück zum eigenen Team werfen. Ziel ist es, die gegnerische Mannschaft abzuwerfen. Beim Anpfiff müssen die Bälle von den Teams an der Grundlinie eingesammelt und hinter die Attackline gebracht werden, um sie zu aktivieren. Der mittlere der 3 Bälle kann vom jeweils schnelleren Team als Vorteil eingesammelt und zusätzlich als Wurfball benutzt werden. Wird ein gegnerischer Spieler vom Ball getroffen, muss er das Spielfeld verlassen. Fängt ein Teammitglied jedoch den Ball, bevor er Boden oder Decke berührt, sind alle Spieler, die in diesem Spielzug davon getroffen wurden, gesichert. Der Werfer muss hingegen das Spielfeld verlassen. Besitzt eine Mannschaft mehr Bälle als die andere, ist sie im Angriffszwang und hat 5 Sekunden Zeit, um einen der Bälle zu werfen, da sie ansonsten disqualifiziert wird. Es gibt verschiedene Game-Items. Zone. Das Spielfeld wird nach 2 Minuten für 30 Sekunden verkleinert und in den letzten 30 Sekunden weiter eingeschränkt. Extra Ball. Ein optisch gekennzeichneter Ball, der nach einem Wurf wieder aus dem Spiel genommen wird. Challenge. Jeder Team-Captain hat pro Match eine Challenge, um Entscheidungen anzufechten. Revive. Ein Spieler respawnt. Ist doch alles klar, oder? Ich finde, also für mich ist alles klar. Ich habe da mitgeschrieben. Und das Einzige, was jetzt noch fehlt, sind die Leute, die spielen. Richtig. Und da wollen wir euch nicht länger auf die Folter spannen, sondern wir starten mit dem ersten Team. Und das ist Team Revi. Kommt rein! Also wirklich hier einer geiler als der andere. Das ist wirklich ein fantastisches Team. Ich bin sehr, sehr gespannt, die gleich spielen zu sehen. Team-Captain von Team Nummer 2, damit Namensgeber. Und jetzt im Auflauf begriffen. Macht mal Lärm für Papa Platte!
würde mal sagen, Einlauf-Performance ist schon mal 1A mit Sahne sehr stark, gewesen. Sehr stark. Mal gucken, ob sie es auf dem Feld übersetzen können. Kommen noch mehr Teams, es fehlen noch zwei. Letztes Jahr hat sie komplett abgerissen und wurde direkt befördert zum Team-Captain. Ja, zurecht. Deswegen nicht lange schnacken. Hier ist Team Honeypoo. Mach mal Lärm! Ja, glaube ich auch. Das letzte Team, Team Amar, die Weltmeister von letztem Mal, was sie heute erreichen können, werden wir später sehen. Jetzt schauen wir erstmal, wer ist im Team Amar drin? Kommt mal bitte gleich rein nach dem Einspieler. Team Amar! Nicht wahr? Ja, auch hier wieder, ich sag mal, eine Riege top-athletische Menschen aufgestellt. Einer fitter als der andere.
Jetzt haben wir sie alle gesehen. Das sind die vier Teams, die hier heute um Ruhm, Ehre und vor allen Dingen um diesen Pokal da spielen. Den haben wir da hinten, können wir den so leicht sehen. Es ist ein Kunstwerk. Ich sag's euch, wie es ist. Wer das Ding mit nach Hause nimmt, der hat im Leben alles erreicht. Damit kriegst du jeden Job, damit kriegst du jeden Kredit. Warte, damit ist eigentlich der Weg in den Olymp gesegnet, geebnet und vorgestellt. Und damit man da hinkommt... Emoji rein, wenn ihr mich hört. Wir spielen nämlich insgesamt jedes Team einmal gegen... Sucht euch ein Emoji aus. Sechs Matches in der ganzen Vorrunde. Wir starten mit Amar versus Honeypoo. Im zweiten Match treffen sich Revi und Papa Platte. So geht's erstmal los. Und nach dem dritten, dann sind wir gleich so weit. Red Bull Game Boy, 2.0. Warte. Los geht's! Schön. Halt. Zweiter Ball wird erstmal Team Honeypoo haben. Ist damit im Angriffszwang. Auch Kuba, der geht ins berühmte Nichts. Ball. Und da sind die Items auf dem Boden. Werft sie ab. Beide können den extra Ball aktivieren. Wenn du die Items aktivierst, dann bist du natürlich abwurfgefährdet. Pass auf. Gerade nochmal so gut gegangen. Nochmal. Beide Mannschaften können jeweils einmal challengen. Halten. Ja, Abu ist raus. Ey, nicht weg. Also ich glaube, das Spielprinzip ist grob verstanden. Und Isa ist raus, abgeworfen von Chef Strobel. Ist unser. Wir dürfen mit zwei Bälle. Wir beide. Halte. Hi. Geh rauf! Nimm den Ball! Hey, komm einfach rein! Halt! Ja? Wow, hat die Peitsche aus! Haut nicht direkt weg! Und nochmal über den Revive-Item können sich die Jungs und die Mädels wieder Spieler reinholen. Team Honeypoo jetzt im Angriffszwang. Schön. Oh, sehr stark verteidigt von Rohat. Bedeutet für Dilara nicht, dass sie raus muss, nur wenn Rohat den gecatcht hätte. Ich mach Kuba. Aber das ist natürlich souverän wegverteidigt von Rohat. Ja. Und Amar geht voll auf Kuba. Vorteil Team Amar. Der Titelverteidiger macht Titelverteidiger. Hey, Zone wird kleiner. Ein Ball halten. Die Lara und Phoebe halten Zone kleiner. Pass auf, die rote Farbgebung hoch. Du musst halten, Chef. Hier, gib Sydney. Team Amar macht es natürlich clever. Nee, immer einhalten. Nicht. Raus. Trifft Sydney, mach sie weg. Sydney, mach sie weg. Phoebe getroffen, ja. Ihr seht das, dass... Feld hat sich verkleinert, immer nach 2 Minuten für 30 Sekunden und für die letzten 30 Sekunden wird das nochmal verkleinert. Die Lara Ball. Gegen Ball. Alle. Revive für Team Amar und Revive auch für Team Honeypoo. Genau im richtigen Moment noch. Hey, aber ist unser Revive. Ist unser Revive. Ja, dann ist sie doch auch raus. Ja, ihr macht die einfach, Digga. Macht hier. Pass mal. Ja. Die Lara macht es super. Ihr seht unten die Zeit runterlaufen. 5 Minuten insgesamt, es sei denn, ein Team hat gar keine AkteurInnen mehr. Breitenberg ist raus. Die Lara macht das überragend. Ja! Und ist jetzt von Abu. Let's go, Abu. Ja. Die Lara lange gut gearbeitet und Abu, den will er ganz genauso.
twitch.tv/amar. Da könnt ihr den Livestream schauen. Wir spielen hier ein Dodgeball-Event, Red Bull-Dodgeball-Event gegeneinander. Schaltet ein, let's go, baby. Genau, jetzt zweite Runde. Und dann, wenn wir verlieren sollten, jetzt dritter auch noch. Optimaler Start so, also für den Titelverteidiger. Das Ding hier egal. Von Roat ist überragend. Wer will auf der Bank, wer will chillen, wer will spielen? Mir ist Latte. Ja. Genau, die beiden kommen jetzt auf jeden Fall rein. Also Jason und Nova sind safe drin. Und die lange, sehr wehrhafte Dilara. Ja, best of three immer. Nächste Chance jetzt also für Team Hanipo. Minimum zweimal. Kuba, sorry. Zweite Runde ist frei. Wir spielen Best of Three. Holt sich Amar deinen zweiten Sieg? Oder kann Team Hanipur ausgleichen? Team Hanipur hat einen Spieler verloren, weil er übertritt. Unser Ball. Chef. Extra Ball, ihr seht das in Rot. Sehr gut von Kuba. Den Angriff von Chef Strobel unsäglich gemacht. Boah, zu wenig. Ball. Und ihr seht, wie stark Nick da ausweicht. Celebrato. Der Weltmeister, Team Amar, steht erstmal hinten drin und wartet ab, was Kuba so anbietet. Trifft Abu voll. Team Hanipur ist wieder Teilnehmer der Veranstaltung hier. Ball. Ihr habt es gesehen, Team Hanipur wollte das Ding noch auffangen. Ich gehe nach links. Nach einem Treffer, wenn der Boden getroffen wird, beispielsweise, ist dann in dem Fall Phoebe raus. Schön. Wenn man den Ball fängt, dann ist das eine andere Sache. Geh raus, werf sie ab! Let's go! Revive eingesammelt von Team Hanipur, das heißt, ein Spieler oder eine Spielerin darf wieder rein. Mach du mal Nils. Das war alle. Und ihr seht es jetzt, verkleinert sich das Spielfeld gleich. Ball. Zone. Und zwar jetzt Jason Paul getroffen. Und wieder nur noch eine Akteurin am Start bei Team Hanipur. Aber zwei Bälle. Ja, bloß nicht übertreten. Sid, pass auf. Ja, let's go. Und damit ist sie raus. Let's go, komm her, Chef. Mit dem Save von Sid. 2-0. Team Amar macht kurzen Prozess mit Team Hanipur. Holt den zweiten Win. Let's go, baby. Sehr schön. Geiles Team. Ja, sehr gut. Sehr, sehr geiles Team. Erster Sieg also beim Red Bull Game Boy Royale. Souveräner Auftritt von Team Amar. Let's go, Chat. Get out. Und wir gucken uns zusammen das Ding hier nochmal an. Das ist unglaublich. Dieser Save hier von Sydney. Dadurch fliegt Anna raus. War das Key, was Chef Strobel da gemacht hat, nämlich relativ unbeeindruckt den zweiten Ball direkt eingesammelt. Phoebe wie immer alles gegeben. Da, wenn sie den gefangen hätte, dann wäre sie nicht raus. Einzelne Elemente stimmten bei Team Hanipur, wie wir hier sehen. Aber am Ende war sie dann einfach auf sich alleine gestellt und das hier ist das entscheidende Element gewesen. Team Amar! So, das ist das Line-Up von Team Papa Platte, natürlich mit Papa Platte selber. Philo, Crispy Rob, Trimax, Leon Fockensberger ist am Start. Merle
die nachgerückt ist. Und Rumatra Honoriax, das ist das Line-Up von Team Papa Platte. Das ist das Line-Up von Team Revi mit Revi, mit Adrian Mattern, Red Bull-Athleten, Mo Letzugo, Adi Totoro, Mark Eggers, InScope und Julia. Wer holt sich den zweiten Ball? Es ist Team Papa Platte. Wow, und Trimax haut direkt den ersten weg da. Nein, ist jetzt, guck mal, alle Varianten. Und das war für Team Revi. Sehr, sehr clever. Was war gerade eben im F-Chat? Der verlorene Sohn. Ich bin gar nicht, dass du da bist. Mit den Wendigen, mit den Wendigen. Denkt sich gerade, woher kommt auf einmal Vardial? Hä? Ist er im Discord gejoint? Kriegt er nicht, stand zu kurz drauf. Und den muss er machen. Hugo raus oder nicht? Bis Hans. Und Hauptreferee Patrick. Denk an die Handynachricht. Weiter geht's. Denk an deine Handynotiz. Ja. Gut. Gut. Chat, ich bin hier als Ersatzspieler, okay? Ich bin Ersatzspieler, falls sich jemand was bricht oder so, dann bin ich da. Und jetzt wird's schon eng für Team Revi. Digga, Revi! Das heißt, ich mach heute einen ruhigen. Wenn jemand sich was bricht oder so, bin ich da. Digga, was ist hier gerade passiert? Mo macht 1v5. Mit was hart getroffen was? Und plötzlich hat Team Papa. Ja, klar, ehrlich. Schlagseite! Trimax ist getroffen! Den Zusatzball. Digga, Mo carry komplett. Man denkt, Profispieler. Nur noch Mo gegen Rob. Durch den Revive darf man ganz Aber Rob macht es richtig, richtig stark. Wie viele Bälle gibt es? Bruder, Crispy Rob und Mo, und was machen die gerade? Rob kann gar nicht werfen. Ja, leider, die können beide nicht werfen. Irgendwie. Wie er sich da immer wieder wegduckt in der Defensive. Aber er ist komplett nach Uganda geworfen oder so. Verkleinert sich das Feld. Und dann... Schöne Runde. Digga, Mo carry, Bro. Diesen hart, deswegen da musst du carry. Okay, du carryst das. Dann kam Team Revi und hat sich wieder zurückgearbeitet. Ja, David soll den kriegen. Da klatscht er, okay? Ich hab gesehen, du kannst richtig gefangen. Auch da des Revive-Items, also wenn du da drauf stehst, aktivierst, kannst du einen Spieler mit wieder reinholen. GG, Team Revi. So, man sieht uns nicht. So, Chad, sieht uns? Und wir gucken mal die Kamera. Das entscheidende Ding hier, Mark Eggers mit voller Wucht, der ist voll im Training. Lights genommen. Auf Knie von Rob. Crispy Rob raus. Wir spielen Best of Three, Chad. Wirklich so? Einfach mit Letschen. Zwei Bälle gehen an Team Revi. Oh! Und der gute Mann ist raus. Der Mann mit das der war ein wichtiger Wurf. Ja, wenn die es kriegen, dann Dings. Aber sonst, jetzt ist fair. Wieder. Und wir müssen auch merken, direkt Mo raushauen, okay? Weil das sind die noch gesteckt. Das sind noch viele Leute. Rumatra, come on! Leon geht in die Offensive. Das kann teuer werden. Aber der Konter erstmal selbst unterbunden worden. Der alte Opa, korrekt. Darf man direkt werfen, dann muss man nach hinten passen. Man muss über diese Angreiferlinie muss man den Ball bringen, damit der Ball aktiviert wird. Das ist so ein bisschen eine Regel. Die Items sind da, ihr seht, ein extra Ball. Ich sag auch. Abgeworfen werden. Also das schützt nicht. Hugo willst du wieder verletzen? Wer ist so ein Verletzkandidat, sagst du? Ja, irgendjemand knickt auch um. Letztes Mal ist Rumatra, ich glaube, so ein Knöchel. Das sah so lustig aus, Digga, aber er war einfach legit dann 3 Monate einfach vorbei. Ich fand das lustig. Ich fand das ein Unfall ist. Aber dabei wird Leon abgeworfen. Ich sag's, keine Immunität, wenn man auf den Item steht. Das wird Leon zum Blank dabei. Ja, genau, der muss aktiviert werden, dann ist uns blank der. Treffer, Revi raus. Revi übrigens mit der Trikotnummer. Der Chat hat Bock, ne? Hat er mir gestern gesagt, der Chat hat Bock. Null Erwartungen. Der hat alle Bock, komplett Bock. Aber das war halt, ich muss einfach mal. Okay. Die haben richtig Bock. Und Revive bedeutet. So, wir haben ein bisschen noch Dings besprochen. Taktiken. Und müssen wir auch raushauen. Die Regeln soweit klar? Wenn nicht, frag mich nochmal. Und Philo wird abgeballert. Rumatra wieder am Start. Peter Warthoff. Was ist das? Peter Warthoff, die Hand.
gerade für ein Bild. Die Tour da. Und Inscope getroffen. Jetzt wird die Zone verkleinert. Ihr seht's. Wenn man da in dieses hellblaue stapft, dann übertritt. Und ihr seht das gelbe Säckchen, das geworfen wurde. Der Videobeweis. Es wird gechallenged von Team Revi. Das heißt, Hauptschiedsrichter Patrick sagt jetzt, was los ist. Es gibt den VAR, den ersten VAR-Einsatz der Geschichte bei Red Bull Game Ball Royale. Ist wohl gerade VAR eingelöst, oder was? Revi hit Trimax. Waren? Chat ist wie ein Fußball. War wurde eingelöst? Jetzt checken die, ob das, das ist, ob das, einmal pro, ja genau. Kann man so ein VR einlösen? Ja, weil so manchmal ist man halt nicht gleich meine, dann kann man so die challengen. So, wir bräuchten einmal das. Und jetzt wird gechallenged. Basketball auch? Es geht darum, ob es ein Hit gewesen ist oder nicht. Wir gucken gleich zusammen drauf. Darum ich geht's nicht. Hier. Ich sehe jetzt nicht das Spiel. Über was geht's? Ja, nochmal zurück jetzt. Zurückspulen bitte. Das ist ja krass, hätte ich eine Brille auf, dann könnte ich vielleicht irgendwas sehen. Ja, nochmal. Es geht darum, ob es ein Treffer war gegen Trimax. Haben wir noch eine andere Perspektive? Eine andere Perspektive wird angefordert, falls man das in der Halle hier nicht mitbekommt. Darum geht's. War ein Hit. Okay. War ein Hit. GG. Völlig berechtigte Challenge übrigens. Ja, lass es nach dem Spiel machen. Und jetzt ich weiß nicht, ob es erklärt wurde, Chat, aber wenn man so Knöchel oder so Hände trifft, dann zählt das nicht. Aber so Hand, Abhand. Also Abarm, ja genau. Nach Review, Block mit Fingerknöcheln, also legaler Block, Trimax ist noch drin. Hä? Ja, okay, dann Abarm. Ja, okay, dann doch. Ja, okay, mit Hand abgeblockt und wegen Abarm erzählt. Fuck war, man. Scheiß DFB! Warte. Scheiß DFB. Shoutout an Patrick Kuznicius. Also wenn man den Ball in der Hand hat, dann zählt das ab am Arm. Man kann mit den... Dings mit der Hand, also mit dem Ball, wenn man einen Ball hat, kann man abblocken. Genau, mit der Hand und dann zählt halt der Hand, die ganze Hand nicht. Ja, genau. Aber wenn es Arm trifft, dann ist Dings. Und scheinbar gesagt hat Kate so. Unterzahl für Team Levi. Ich glaube, der Zugo ist raus. Das ist die Regel. Das ging sehr, sehr schnell. Wahnsinn. Julia muss alleine den Verkehr regeln. Ja, und da ist er wieder raus. Das ist aber keiner auf dem Wurf. Hätte er doch gefangen. Ja? Bruder, du musst tryharden, mach ernst. Oder sag, Schulter ist kaputt, dann bin ich ein. Wenn er kommt, musst du selber reinwerfen, Kurs. Natürlich. Bro, Ricardo. Simpo, hallo? Der Ex-Ball. El Pocalo, sie? Hätte gar nicht mehr geworfen werden dürfen, deswegen zählt der Catch nach. Und wir müssen nochmal das Spiel resetten auf die letzten Sekunden. Oha, ihr habt es gehört. Oh, was passiert? Nochmal gechallenged oder wie? Dank Julia. Lebt das Ganze hier noch für Team Revi? Julia. Team Papa Platte muss cool bleiben und jetzt auf 1 einstellen, dann gehen wir ins dritte Spiel. Julia. Das war der gute Ball, Junge. Die Bälle kamen rein, sag ich dir so, wie es ist. Ist so eine Art 1-2 an die Noreak steht hinten und Merle und Leon gehen in die Offensive. Angriffszwang jetzt für Team Papa Platte. Die sind nämlich im Besitz von 2 Bällen. Ja, und Knie. Boden, war Boden? Gut, ich brauche eine Brille unbedingt. Alles vorher aufgetickt. Super geblockt, das ist erlaubt mit dem Ball. Und ein bisschen auch mit dem Fingerknöchel darf man die Bälle wegmachen. Ernst die machen, ja? Das ist wichtig. Brot, so mach ernst. Ja, okay, Bruder. Ja, mach ist extrem gut beim Ausweichen. Wo Junge? Und jetzt ist sie getroffen. Wir gehen heute das erste Mal ins Spiel 3. GDs, Bro, GDs. Das ist der entscheidende Wurf von Leon an Julia, die aber lange gefightet hat. Das ist so, wie wenn Vadial gegen Sidney Fortnite spielt, Digga. Peace.
Ja, früher. Ja. Ich bin mit Lecce du, falls du wissen, ne? Ja, ich weiß. Lecce, meine Familie, blockt mich einfach auf Dings, WhatsApp und sagt so, ja, ich spiele mit Zindel. Sehr, sehr normal, Bro. Kommunikation da, wie ich finde, beim Team Papa Platte. Naja, aber zwei Teams kommen ins Finale. Deswegen ist es Gruppenphase, das ist ganz entspannt. Jeder spielt gegen jeden. Wir können, nein, doch, nein, beides nicht. Ja, genau. Gut gesagt, Abu. Gut gesagt. Jetzt hier nochmal Highlights, Chat, geil. Digga, sie wurde so getroffen, ne? Danke. Er sagt, wenn mein Sohn würde. Dritter Satz. Kommt einfach gut an. Beide raus. Das schon. Ja. Der erste Satz geht an stärker, ne? Satz 2 an Team Papa Platte. Jetzt fällt die Entscheidung. Ja. Aber das ist ja dumm. Er hat ihn auf die Seite gezogen. Adi, quatschen schon mal über das Feierabendbierchen. Das ist ja lustig, Digga. Ich finde, das ist... Ja, wirklich nicht. Ohne den ganzen... Man hört mich doppelt. Vielleicht wegen meinem Mic. Ich geh mal mich weg. Jetzt hört man nicht mehr mich doppelt, glaube ich. Extra Ball bei Team Papa Platte. Ihr seht das, der ist rot gekennzeichnet und den hat Trimax gerade. Ah, sie wollten auf Mark Eggers gehen. Sie haben einfach keinen getroffen von dreien. Was ist das denn? Bruder, zwei rote Bälle, das ist selten. Das ist wie Shiny Pokémon. Das ist wie Shiny Pokémon. Du bist raus. Oh, hier ist jetzt die Front. Ja, und Patrick erinnert den Scoop nochmal daran, dass er raus ist. Nur noch in Anführungsstrichen Adi Totoro und Adrian Matan am Start. Ja, ich glaube auch Mo ist einer, der so Cannabis. Was ist nochmal der Markon? War das Cannabis? Ich weiß, Gras irgendwas, keine Ahnung. Adrian Matern und Adi Totoro. Ja, und dann 1-0. Ja. Wird das Spielfeld verkleinert. Adi Totoro ist getroffen. Boah. Wo ist denn? Nur noch Adrian Matern, der Wildwasser-Kajak-Experte. Lieber, sehr schön. Das war krass gemacht. Aber 1v5, Digga, er muss klatschen. Was würdest du sagen, ist er so Willi oder ist 1v5, er so... Stell mal vor. Hilfreich, wenn man alleine ist. Also die anderen, die noch mehr oder weniger vollständig sind, haben größere Probleme, sich auf der Fläche zurechtzufinden. Trimax raus. Digga, er hat alle drei Bälle geworfen. Schon wieder. Da war's. Ja, die sind alle lost oder so. Ja. Romatra sagt los. Ne. Krass. Krass, krass, krass. Chat, das ist stark. Warum hat Trimax gesneakt? So reiche man. Ja. Digga, wenn er das klatscht. 1v5 into 1v3. Warum wirft er die ganze Zeit? Ja, ist keine Pussy, aber das ist doch mal, ne? Sie bekommen ihn nicht isoliert, obwohl er alleine ist. Bruder, wenn er das gewinnt. Der Ball küsst ihn. Alter! Bruder, er macht zeitliche Jumps. Das wäre krass. Und Adrian ruft auf den... Boah! Alter! Damit er Unterstützung bekommt, aber er macht das auch. Chat, hallo! Wow! Boah, Digga! Er macht Emote einfach. 3-5! Alter! Oh.
Halt's Maul, Bruder. Er macht einfach 1v5. Digga, jetzt schon Puckphase. Komplett spannend. Holy shit. Er hat Reboot. Ehrlich, cool Late Game. W's in a shot, Bro. Was ein Comeback. 1v5, Bruder. Es spielen 6 und Leute und er macht 1 meine. Gegen 1 5. Scheiße. Ja, hau die raus. Der Athlet, der ist ja nicht gut im Werfen gewesen. Ja, Adrian war nur gut im Ausweichen. Er hat einfach Ace gemacht. Ja, ich glaube, er ist mit Ace gekommen. Ace. Einfach Ace. Team Amar muss es machen. Alles andere wäre enttäuschend. Ich denke auch, Team Amar macht's. Oh, der zweite Ball geht direkt erstmal an Team Revi. Mo, der scheint das Zünglein an der Waage zu sein heute. Ich muss ehrlich sagen, Amar hat Aimbot nicht. Und Marc Eggers haut direkt erstmal an. Oh, auf ganz link. Lass mich erstmal werfen, lass mich erstmal werfen. Oh, das sind aber ein härteres Spiel als davor. Ne, da lassen sie sich nicht locker. Leicht wie eine Fähigkeit. Lass mich nochmal werfen. Die Peitsche. Den offensiv vielleicht besten Spieler im Team Reben. Wolle, als ob er Dings wirklich mal im Dodgeball-Verein gewesen ist. Von Adrian Mattern, finde ich. Pass auf, du bist vor mir. Der sich die Welle so von hinten geben lässt von dem Retriever. Ball. Immer den Fokus nach vorne, um nicht abgeworfen zu werden. Warte, lass mich. Oh, Chef Schobe versucht den Referee zu eliminieren. Boah, Bruder, Junge. Bruder, was geht ab? 2v2. Genau, Chat. Zwei Retriever sind immer draußen, um die Bälle nachzugeben. Julia holt sich den Revive. Das heißt, es darf ein neuer rein. Ihr seht, wie lange man da stehen muss. Da macht man sich natürlich auch zu einem potenziellen Ziel. Ja. Ja, Bedrohung. Aber steht, ich glaube, es ist ausgeglichen, 4 gegen 4. Komm. Oh! Der Bruder trifft jeden. Die ersten Diskussionen mit dem Referee. War sehr unsportlich, glaube ich. Ja, Marc Eggers. Den Ramos gemacht. Oh! Wieder mit einem. Liga. Team Revi. Bruder Amas Cheat. Jetzt auch nur noch zu zweit. Er ist diese Dreieck L2 Kreis Kreis XX. Da kommt Hugo als Retriever. Ich bin einfach aus der Fläche raus. Von der Außenseite. Ihr seht das. Wir haben einen Überblick verloren über die Fläche, oder ich? Nur noch Amar. Jungs, das ist jetzt Amars Moment. Amar hat früher Baseball gespielt. Er kann das nicht werfen, kann er. Er holt einen. Ah, schade. Er ist noch drin. Aber alleine kann man auch was reißen, dass wir Bescheid wissen. Er hat natürlich mehr anderes Fläche. Er hat den Ball geblockt. Der Amar. Er ist Amar! Das ist Amar! Amar ist nicht dumm, Bruder, glaub mir. Marc Eggers, ob wir es in Topform. Marc Eggers jetzt gegen Amar Eggers. Amar schafft das. Amar hat jetzt die Bälle. Jungs, jetzt. Er macht das, vertraut. Guck mal, wie chillig das jetzt für ihn ist. Er lässt einen Ball zurück zum Abwehren. Ist er nicht getroffen, aber der andere, der geworfen, der Werfer.
Das ist er! Hat er ihn? Hat er ihn mit? Alle mein Herz in Amars Chat, er schafft das. Ihr müsst ihn pushen, Chat, ihr müsst ihn pushen. Herz in den Chat, er schafft das, Jungs. Glaubt an ihn. Belieben, belieben. Julia kann nicht werfen, Marc ist mittelmäßig. Julia kann nicht werfen, Marc ist mittelmäßig. Und am Ende werden die 5 Minuten vorbei sein. Auf lange Spielzeit, er muss es schaffen. Ja, das war's. Sehr wichtig. Ja! Ja! Das ist es! Das ist es! Ja, Rollo! Ja! Ball! 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 Nee, es geht weiter, warum ist nicht raus? Hä, was ist jetzt los? Einer muss das challengen! Ja, das muss gechallenged werden, Chat, das muss gechallenged werden. Das ist doch scheiße! Das ist der Wurf, den wir gerade von oben gesehen haben. Schaut mal, seine Wurftechnik. Ah, er hat Übertritt gemacht, zählt nicht. Er hat Übertritt gemacht. Zählt er nicht. Okay. Ja, ich glaube, der VAR entscheidet gegen Amar. Nein, Chat, er hat Übertritt gemacht, das zählt nicht. Krasse Sachen macht. Amar hat 2. Oh mein Gott, sie weicht aber gut aus. Ausweichen kann sie gut, werfen nicht. Sutton Beth, denn es ist 1 gegen 1. Und Julia das noch. Indem er ausweicht. Guck mal, wie knapp er an der Grenze ist. Zonenrand, wie bei Fortnite. Scheiße, er muss aufpassen. Stopp, denn jetzt gehen wir in Sutton Beth. Satz, 5 Minuten sind vorbei. Jetzt wird die Fläche wieder vergrößert. Jetzt macht das Julia überragend. Guckt euch das Selbstverständnis an von Julia. Mit dem zweiten Ball gut. Oh! Shit, Junge! Ich hab's gekollt! Wallah, ich hab's gekollt! Standing Ovations hier für Amar. Ich hab das gekollt, dass sie im Ball fängt. Digga, hey. Aber Amar löst das Krank. Ganz souverän und holt sich den Satz. Ich hab mein Mic offen, Digga. Oh. Bruder, Match MVP. Es ist krank, ich kann nicht mehr, Digga. Es ging übrigens so wild los, wie ihr gesehen habt. Aber ihr habt es jetzt mal gemerkt, ja. Wenn man den zweiten... Boah, ich musste so darauf spielen. Vorteil. Hä? Ah ja. Breitenberg war kein Faktor. W's. Mo hat ein bisschen den Ball versteckt, das ist aber alles erlaubt. Wir spielen so wie in der zweiten Runde. Aber ihr seht da mal, ab und der Mann hat Baseball-Vergangenheit. Ja? Oder so ein anderes Tausch. Und deswegen war sein Team dann am Ende bist du mit drinne, ja? Auch der Sieger. Du hast doch letzte Runde ausgesetzt. Alles davor das Game. Hat. Das hier war überragend von Julia. Aber dann Amar, dieser Mann, pinkelt vermutlich Eiswürfel. Fortnite wieder. Satz. Digga, hier geht's ab, oder wie? Hast du gesehen? Ja, ich hab's gesehen, ne? Ja. Digga, ich bin immer noch blass, ich versteh's nicht. Ja, ein er hat einfach alles überzerpilliert, den Satz. Ich hab MVP, ehrlich, ja. MVP. Go, ich könnte in diesem Moment gar nicht ruhig bleiben, weißt du? Nee, Digga, weißt du, er hat doch gerade so. Er ist komplett am Shaken, Bruder. Ich hab aus Reflex in meine Hose gekackt, zum Beispiel. Willst du sonst darauf laufen? Ja. Jason, ja, ne? Hey, ich bleib aber immer hinten links. Das ist eine wichtige Runde. 1-0-Führung jetzt, ne? Ich war gerade nicht mehr deswegen. Ja. Guck mal, und ihr könnt die Anweisung, glaube ich, erst gar nicht mehr hören, oder? Man hat doch gemerkt, der hat doch ein Wort in den Hand. In der Hand oder nicht? Ja, er war mal Profi. Satz 1 ging an Team Amar. Team Revi muss ausgleichen. Das ist so. Ich war beim Friseur, ja. Wie findest du? Findest du ihn auch besser? Team Revi komplett ohne Pille. Ja, genau, ist gut. Ja. Go Amar, go Amar. Ja. Hey Chef, gib mal den Ball, damit ich ihn blocken kann. Und ihr hört also, glaube ich, im Chat auch die Ansagen von Amar, ne? Die Team Captains haben die Kamera. Schöner Jump. Ein Ball behalten.
Und ihr seht, wie ja, Amar ist sein, er hat den krassesten Wurf, glaube ich. Team Amar. Er hat gelernt, ja. Erster Miss. Weil wir halt gerade drauf schauen. Adi Toto holt sich den extra Ball für Team Levi. Oh, und Chef Strobel ist ja sowas schon getroffen. Nicht übertreten, Jungs. Der Strobel. Sid und Amar, was für eine Angriffsreihe. Ah, und das ist ganz teuer für Adrian. Ist er raus? Und auch Sid ist getroffen. Einbau gehen! Gegner Studie und Analyse von Adipo. Oder Amar ist der Beste. Geh rauf, geh rauf, geh rauf! Werf ihn ab! Jetzt! Ja, schön. Ja. Ey, nimm. Für Team Revi. Geh Ball! So. Ja, ihr habt gehört, verteilt euch, damit man sich bleib. Nicht so jubelt. Von Sydney will ich heute ein bisschen mehr sehen. Ball für uns! Gib her, Sid! Bruder, Sydney ist ein Profi hier, ja? Das... Oh, hat heute den extra Ball. Der muss aus sich rauskommen. Da ist er in Rot. Der ist ein bisschen krass, glaube ich, so bei 70% gerade. 10 oder so, er ist ein Amar, sehr stark. Ah, zählt mir, schade. Die beiden defensiv. Geh mal her, Beide auf jeden Fall mit Körperbeherrschung. Ja, damit es schwerer wird. Die Zeit, je nachdem, wie die originale Zeit. Gleichstand. Guck nach vorne. Ey, warum bist du nicht dabei? Kleinert. Supporter. Wie immer. Ich bin nur Supporter. Wenn mir hier einer so umklickt oder so. Okay. Ja, es ist so hart, Schatz. Aber bis jetzt macht Zeder gut, außer Abu natürlich. Richtig viel, hat heftig abgenommen. Und da seht ihr, es ist auch manchmal gar nicht so clever, sich das Item zu holen. Oh nein. Ist wieder nur noch Amar, der letzte. Amar gegen 3. Amar. Du hast die Kraft der 7 Dragon Balls. In dem Fall kostet es. Nein. Komm, Junge. Sein Ausscheiden. Nur noch Amar, aber das kann er. Oh mein Gott. Bruder, Ultra Instinkt. Sangoku Ultra Instinkt. Komm, back to back, Bruder. Und jetzt hat er 3 Liebesgrüße. Ja, alleine gegen 3 wieder. Aimbot. Wow. Okay. Hey, wieso ist der wieder drin, ja? Digga, ich kann nicht mehr. Videobeweis ist möglich, einmal pro Satz. Und wir hören rein, was Sache ist bei Hauptreferee Patrick. Bruder, ich fand's clean. Er ist nicht übergetreten, oder? Ich bin jetzt auch kein Experte. Ich glaube, er ist nicht übergetreten, oder? Bin ich dumm? Also, wenn dann Hauptsaat. Also, ich sag eher nee. Was sagt Patrick? Das ist ja entscheidend. Nach Review kein Übertritt. Hit zählt. Super, Junge. Hätte man auch ohne VAR lösen können. Adrian ausgetroffen von Amar, der wieder sich einer übermacht. Okay, komm, Bruder. Back to back. Let's go, Junge. Junge! Wie, zählt nicht? Nein, will er sich safen. Ja. Ihr seht die Retriever. Er ist langsam, aber auch ein bisschen am Schwächeln. Ist natürlich anstrengend, wenn man als Einziger im Team arbeiten muss. Aber sie beeindrucken Amar. Hast du Headshot bekommen? Okay, 1-1. Let's go, Amar, let's go! Let's go, Amar, let's go!
Okay, komm. Eins gegen eins, gegen Mark Eggers. Das Feld wird jetzt noch kleiner. Sag Bescheid. Kommt, Chat, er braucht euch. Vertraut für den Clip. Hand! Es war nichts. War alles gut. Warum? Ein Bein. Ein Bein. Mit dem zweiten Standesdorf. Wie raus? Doch. Betrug. Nee. Hey! Schiebung, Bruder! Nee. Gekauft. Holt Team Revi diesen Satz. Nee. Jetzt ist gut, ja. Da bin ich lieber gar nicht, Bruder. Team Revi ist nicht. Das war ein Statement, Digga, ehrlich. Also, Bruder. So kann man doch gar nicht gewinnen, Bruder, ja? Geht, die haben Linie geschoben extra. Die haben die Linie extra kleiner gemacht in dem Moment, wo er den Schritt zurück nach hinten gemacht Schiebung, hat. Schiebung, Digga, ehrlich. Das krank. Größte L, Digga. Für Team Revi. Mir ist egal. Ja. Respekt, Bruder. Den mittleren, den Zusatzball holt sich Adrian für Team Revi. Okay, das ist ein ganz klarer Hit gegen Abu mit der Nummer 9. Ja, jetzt ist es hart. Also gerade im letzten Spiel, Amar raus. Abu draußen drin ist, macht eh keinen Unterschied. Ja, und man merkt halt, jetzt langsam wird es auch ein bisschen toxisch. Ja? Die Leute machen ernst. Die Würfe werden immer kräftiger. Und jeder wartet auf Sydney. Die Halle feuert Sydney an. Jeder wirft auch auf Kopfhöhe. Ne? Jeder will auch so Headshots verteilen. Sydney, du musst. Ja, Amar ist wieder drinnen. Es gibt wieder Hoffnung, Chat. Es gibt wieder Hoffnung. Komm, Sid, wir haben uns ausgeruht, Bruder. Jetzt, du musst glänzen. Ja, Breitenberg, auch nur Kanonenfutter. Ja, ist wieder drin, wurde wiederbelebt, ja. Ah, schade. Sydney muss glänzen, ehrlich. Eieiei. Es ist halt ein Teamsport, ja, Mannschaftssport. Chat, ihr seid stark. Genau, ganz zu Beginn Mark Eggers nicht raus, weil der Werfende übergetreten war. Inscope, der hat sich so inbrünstig gerade warm gemacht. Backstage. Extra Ball. Oh, Amar wieder mit einem wunderschönen Treffer. Oh, Sydney, endlich, Junge. Komm aus dir raus, Junge. Wer diesen Satz holt, dass er sich zurückhält. Definitiv. Und Mark Eggers. Mark Eggers hat offensichtlich die richtige Technik gefunden. Ja. Der ist sehr beweglich. Julia als Retrieverin überragend. War sehr entscheidende Runde jetzt. Okay. Mark Eggers zählt den Referee runter. Okay. Ja, Chef Strobel. Das klappt nicht immer mit diesen Übergaben von hinten.
War wie Pump auf Long Range bei Chef Strobel, ja? Hinten ist die Pusterhelle, ja. Marc Eggers schlecht. Amar ist super, ehrlich. Und die Dinger haben Gummi, weißt du? Das ist beeindruckend. Aber Sydney, Bruder. Team Revi mit Hugo und Marc Eggers machen das sehr clever. Oh. Revive geht an Team Revi. Ey, Amar ist super. Wirklich, Amar ist super, Digga. Bruder, man denkt einfach, das ist sein Sport, ja? Der ist nur dafür geboren. Er könnte Markenbotschafter für den Sport sein. Definitiv. Gibt es eigentlich so eine Weltmeisterschaft im Völkerball? Die Zeit safe, oder? Ich glaub schon. Eigentlich müssen wir es wahr machen, Chat, und den Amar da ins Team boxen. Oh mein... Es ist genial! Oh Gott, das ist raus mit euch! Unglaublich. Der Typ spielt echt wie ein Professioneller. Ich meine, gut, er ist professionell, er ist der Weltmeister. W ist in den Chat für Amar. Bruder, was ist los? Ich kann nicht mehr. Ja. Danke, meine Bruder. Du bist es einfach. Vor allem, was Amar selbst abreißt. Und das seid ihr. Ja. Schön, dass ihr da seid hier heute in der Halle. Willst du jemand anderes nehmen? Bitte. Ich bin sehr kaputt. Ist egal. Egal, wer will, einfach rein. Fürs Interview. Amar MVP ja, auf jeden Fall, Chat. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr, Digga. Wie geht's? Wie steht's, Chat? Shoutout an Amar. Amar MVP. Ganz klar. Summer Skirmish, Digga. Der hat mal höher gespielt. Der hat mal höher gespielt. Ich wurde nicht einmal rausgeworfen, diese scheiß Linie, Alter. Dankeschön, ihr Lieben. Wir suchen Best of the Rest. Team Honeypoo gegen Team Papa Platte. Beide enorm unter Zugzwang. Team Papa Platte hat gar nicht so low performt in Spiel 1. Oh, und Kuba dehnt sich am Gluteus Maximus von Nick. Wie schön. Wahnsinnsbilder, die uns hier erreichen. Oder ich hoffe. Nick hofft, Kuba hofft und Honeypoo hofft. Und ihr seht es an ihrer rechten Hand. Die ist schwer getaped. Wir blicken aufs Line-Up und sehen Papa Platte, Philo, Crispy Rob, Trimax, Noreax, Rumatra, Merle Perle und Leon Fockensberger, der sich hier durchaus schon in den Fokus spielen konnte. Für Team Papa Platte, beide brauchen unbedingt den Sieg, um hier noch die Möglichkeit zu haben, das Ding zu gewinnen. Team Honeypoo, mit Honeypoo, mit Nick Gürs, mit Kuba, mit Phoebe, mit No Way, mit Ilara, mit Edis, der Schmale, wie mir zugeflüstert wurde, Edis, der Breite, und Anna Gazinas, Gazanis, so rum. Freigegeben. Team Papa Platte holt sich die zweite Pille und Trimax, der Beginner, das ist unglaublich, wie gut der das am Anfang immer macht. Der erste Wurf sitzt immer von Trimax. Haut Nick erstmal raus. Team Papa Platte, für die, die neu dabei sind, Chat in dunkelblau, in den roten Jerseys, Team Honeypoo. Und Team Honeypoo hat was gut zu machen, nachdem die im ersten Spiel einmal komplett gegen den Strich rasiert wurden. Eine breite Angriffsfläche. Die Lara raus, weil Trimax catcht. Und Trimax eliminiert auch Nick.
Was für ein Win-Move von Trimax. Nur noch zwei, nur noch Phoebe und Honeypoo. Die kämpfen gegen vier verbleibende Akteure von Team Papa Platte. Gute Körperspannung bei Crispy Rob. Aber das ist alles noch Vorgeplänkel. Das Vorwort hat Team Papa Platte gesprochen. Wer schreibt den Hauptteil? Edis als Retriever für Phoebe. Auf Lock. Geklärt von Noriax. Wenn man den Ball mit dem Ball abwehrt, ist alles sauber. Da muss man nicht raus. Phoebe macht das stark und trifft Crispy Rob. Was ist denn hier los im Castello in Düsseldorf? Letzten 45 Sekunden. Das ist krass. Was für eine Überraschung. Die war doch quasi weg. Hier die Situation nochmal. Noriax will den fangen und dann wird ihm das zu Verhängnis. Dank einer kämpferisch stark eingestellten Phoebe. Frauenpower bei Team Honeypoo. Das sind die beiden Verliererteams aus dem ersten Match, aus ihren jeweils ersten Spielen. Heißt, es geht hier schon um alles. Wer verliert, der fliegt. So ein... Er soll verspielen, jetzt den zweiten Ball sichern. Kuba kann ihn nicht sichern. Und ihr merkt das, da ist richtig ein Ruck durch die Mannschaft von Honeypoo gegangen. Edis holt in sich. Boah, Edis gegen Leon. Die verstehen ja die Regeln nicht, die Typen. Die haben einen Ball und der Typ wirft. Leon Fortensberg. Er hätte nicht werfen dürfen. Der 24-Jährige. Man muss den Ball benutzen, um zu blocken. Drei Mann nur noch bei Team Papa Platte. Gegen die versammelte Mannschaft von Team Rot von Honeypoo. Was auch immer Romatra davor hatte. Also Papa Platte, jetzt verliert es dafür immer raus. Noch, nicht? Leicht angeschlagen auch hier in dieses Event gestartet. Und es ist jetzt schon... Ja, die sind raus. Einfach raus. Hey. Leute, Chat, ich bin so schadenfroh. Max, ihr kennt Max, ne? Er hat mich gestern so getrashtalkt. Als wir gestern die Proben haben. Er hat mich provoziert. Er war da oben auf der Bühne. Er hat gelabert. Und dann jetzt werden sie 1 gegen 3. Sie werden 1 gegen 4. Und das macht mich so happy, Unritz. Also sagst du, hat Max die Niederlage verdient, Chef Strobel? Ja, er hat gestern so viel Scheiß gehabt. Ich habe nichts dazu gesagt. Nicht. Mach Ansagen, genieß es, mein Freund. Genieß die Ansage. Kollege! So ungefähr, ja. Ja, sind wir doch. Welches Team ist noch offen? Keine Hektik jetzt auf einmal hier, ne? Genau, schauen wir uns mal ein bisschen an, was hier bis jetzt passiert ist. Team Power Platte, die zweite Niederlage. IT fehlt noch, was du... Freunde, ja, was soll ich sagen? Es sieht nicht so gut aus. Zwei Spiele haben wir noch vor uns. Einmal Amar gegen Papa Platte und einmal noch Honeypoo gegen, das habe ich jetzt gerade nicht mehr gesehen. Die haben also auf jeden Fall noch ein Spiel. Die Tabelle ist das Wichtige, was uns natürlich interessiert. Team Amar aktuell auf Platz 1 hier mit 2 Siegen. Dann Ribi und Honeypoo gleich auf. Ein Sieg, eine Niederlage und Team Papa Platte auf dem letzten Platz mit 2 Niederlagen. Ob da noch Chancen drin sind und wie sich das Ganze entwickelt, das müssen die Experten jetzt mal durchrechnen. Kein Sieg bisher für Team Papa Platte. Abo kriegt einen Schubs von Ruhr. Während Team Amar bisher den Ball schon erkriegt, alles zeigt. Trimax ist abgeworfen. Der Mann, der sonst immer gleich... Abo hat den Ball weggeworfen. Nice.
Chat, es ist eine Gruppenphase gerade. Finale ist erst gleich. Amar ist schon mal safe im Finale, aber die haben noch eine Runde Gruppenphase. Die können jetzt also verlieren, deswegen ist Amar auch draußen. Amar macht einen ruhigen. Nimm du. Chat, das ist eine 13-Euro-Glatze. Ihr denkt, die Glatze sieht nicht real aus. 13 Euro. Eine Glatze. Wisst ihr, wie teuer 13 Euro sind? Hey Jungs, jetzt aufpassen auf Übertritt. Chat, ich bin Ersatzspieler, nur damit ihr es wisst. Amar hat 100 Glatzen gekauft für 13 Euro, Chat. Extra Ball, da ist er, der kleine Rote. Einer ist umgeknickt. Und Breitenberg hält sich das Schienbein. Vorbei. Deswegen die Zeit kurz angehalten. Ich komm rein. Breitenberg ist umgeknickt, Chat. Ich komm rein. Nein. Ärzte kommen, Bruder. Nein. Breitenberg kommt, glaube ich, auch ein bisschen. Ey, bitte, ist das nichts Schlimmes, Bruder. Nicht Breitenberg. Breitenberg ist so korrekt. Das kann nicht sein. Ah, das heißt, ich komm rein. Gut, ich zieh mich aus, Chat. Bin aus. Sehr, sehr, sehr stark. Und ich glaube, das Spielfeld ist jetzt auch. Yo, danke. Und Wadeyal ist jetzt der Ersatzspieler für Breitenberg bei Team Amar. Team Amar gegen Team Papa Platte. Und wir haben nochmal gerechnet, ihr Lieben. Team Papa Platte, just saying, wenn die Berechnungen in der Regie stimmen, wäre damit safe raus. Das ist bitter für Kevin und Co. Trotzdem geht es natürlich noch um die Ehre. Abu haut Papa Platte raus. Abu mit einer durchaus spannenden Wurftechnik. Und nach 2 Minuten verkleinert sich gleich das Feld, die Zone. Trimax mit Wucht gegen Sid. Das ist eine Ansage. Max hat da in seiner rechten Schulter richtige Kampfansagen drin. Und ihr seht auch, Nova, die gerade noch getroffen hat, ist direkt als Antwort mal eliminiert worden. Satz 1 geht an Team Papa Platte. Wir spielen Best of Three. Einen Satz braucht Team Papa Platte nur noch, um das Ding dann am Ende zu gewinnen. Für die Ehre. Team Amar mit 2 Siegen bisher. Spiel ist wieder frei. 2 Bälle gehören Team Papa Platte. Die machen da weiter, wo sie aufgehört haben. Im ersten Satz. Mit Leon. Liebesgrüße an Jason. Unglaublich, Leon stark. Leon und Trimax, die beiden offensiven Speerspitzen jetzt offensichtlich von Team Papa Platte. Crispy Rob drifts. Und jetzt haben die Referees alle Hände voll zu tun. Team Papa Platte spielt hier groß einen auf. Auch wenn Rumatra eliminiert wurde von Sid, weil der gecatcht hat.
Jetzt kann er immerhin noch als Retriever agieren. Einen mehr für Team Papa Platte. Ah, Sid und Chef Strobel sehr elegant in der Defensive. Merle. Und Trimax wieder wuchtig und Merle auch und Crispy Rob trifft Abu Goku. Zone verkleinert sich gleich. Genau. Passt auf die Zone auf. Sydney allein zu Haus. Überragend. Ja, nur den Ball getroffen. Sid bildet sein eigenes Schutzschild. Not in my house. Timeout. Ich glaube, es wird gechallenged. Jawohl. Was Challenge sagt der Ref? Team Papa Platte. Hit. Und jetzt bin ich sehr gespannt, was Chiri Patrick Kuznitius sieht. Es wird auf Hit gechallenged von Team Papa Platte. So, wir gucken drauf. Ah, er wurde am Elbow ja, er trifft ihn am Arm. Also schon. Also, Chat, was sagt ihr? Ich finde diesen Videobeweis geil hier. Und das dürfte es nach meinem Regelverständnis für Sid gewesen sein. Und damit dürfte das der Sieg sein für Team Papa Platte. Wir hören nach rein. Nach Review, hit Sydney. Jawohl, das ist der Sieg für Team Papa Platte. Ja, so souverän. Lässt sich einmal abkochen. Einmal auf die Geile Tabelle. TikToks. Amar mit 2 Siegen bisher. Team Revi mit 1 Sieg. Team Honeypoo mit 1 Sieg. Team Papa Platte auch. Hey, wenn wir gewinnen, Chat, spielen Cash Cup mit Sydney. Leider aus Sicht von Papa Plattes Mannschaft zu spät. Okay. Honeypoo hat noch Möglichkeiten, nachher durchzukommen. Ja, 2-0, 2-0 und 0-2. Jetzt geht's gleich also rein. Team Honeypoo gegen Team Revi. Mikrofon in den Arsch. Bitte. Spiel ist 3. Skill war nicht vorhanden. Ja. Aber das ist jetzt hier spannend, der Chat. Ich glaube. Das ist gar nicht spannend. Ich glaube beide. Ich kenne das Format nicht. Ich glaube Team 2 und 3 spielen gegen. Ich weiß es nicht, Digga. Stick to Fortnite, der heißt Digga, was Fortnite ist. Und direkt zeigt Team Honeypoo, was es drauf hat. Fortnite-Gamer-Rücken. Damit ich Chat sehen kann, das ist richtig krass. So, und ich begrüße jetzt hier auch. Du warst raus. Kuba, glaube ich, eliminiert. Den lieben Kevin, hallo und herzlich willkommen auch vom Kommentator. Mein lieber ja, bald. Papa Platte. Ich drück mal den Knopf, mal schauen, ob ich Mute gehe. Wie fühlt es sich an? Wie fühlt es sich an? Natürlich besonders beschissen. Ich weiß nicht, wo es Aims sind. Aber so sind die Regeln und am Ende des Tages hat Isas auch verdient oder Isas Team. Und wir sind unfassbar gebrochen, aber wir gönnen es dir natürlich trotzdem. Und ich hoffe vor allem, dass Revis Team es jetzt holt. Das wäre sehr geil. Also Team Papa Platte heute ohne Ball für ihn. Revi. Wir gehen rein. Und Chat, weiß jemand, warum die 17% auf Nobody's Rücken stehen? Ich verstehe das nicht. Da kam gerade ein Ball. Mark Eggers regelt den Verkehr, Kevin. Ja, und zwar die Hand.
Lass einfach das Mikro liegen. Wow, erster Satz geht an Team Revi. Kevin hört ja komische Sounds. Und sagt, ey, ich bin Team Revi. Und guck mal, hier steht das Handmikro. Soll ich einfach mal auf Handmikro drücken? Ja, vielleicht immer die Team-Captains einfach, ne? Das wäre auch krass. Dann hätten wir gleich auch die passenden Bilder. Und jetzt ist der zweite Satz freigegeben. Team Revi in weiß, Team Honeypoo in rot. Team Honeypoo braucht Antworten. Wie ist das, Kevin, wenn man den ersten Satz verloren hat, dann will man unbedingt gegensteuern, oder? Natürlich, dann tut der nächste ist ja entscheidend. Da geht es um alles. Aber ich sag dir ehrlich, bei jedem Spiel, bei jeder Runde geht es um alles. Extra Ball. Man muss auch echt sagen, die Stimmung hier vor Ort ist auch super, ne? Die Leute sind so hyped, übelst geil. Danke A an den Chat und B hier ans Castello in Düsseldorf. Und guck dir das an, dieser Doppelangriff. Phoebe und Kuba zusammen sind unberechenbar. Ja, die sind beide richtig krass. Kuba da mit seinem komischen Armsleeve, das ist legendär. Übrigens 17%, beste Rückennummer. Drei Bälle werfen! So, drei Bälle, also Angriffspflicht in dem Fall für Honeypoo. Das wirkt von hier oben so leicht, aber Kevin, da den Überblick zu behalten, unten auf dem Feld ist vermutlich deutlich schwieriger, oder? Ja, es passiert so viel. Es gibt die Power-Ups, es gibt die Schiris. Du musst dir die Bälle von hinten von den anderen nehmen, von den Receivern. Es gibt so viel zu tun. Ja, das machen die echt gut bis jetzt. Und ich bin beeindruckt von Isa, die immer wieder auch den Konflikt mit dem Schiri Patrick sucht. Ja. Aber muss, wenn du es so nicht machst, nimmst du es dann ernst genug. Weißt du, wie ich meine? Ja. Unterzahl bei Team Honeypoo. Boah, sehr stark geblockt. Oh. Phoebe einfach gestolpert. Phoebe raus. Isa nicht. Und nach zwei Minuten verkleinert sich das Feld. Bekommt man das mit, Kevin? Ja, bekommt man mit. Man darf aber auch nicht unterschätzen. Klar, Team Rot ist jetzt gerade krass in Unterzahl. Oh, aber das kann man immer noch holen. Oh, okay, krass. Kuba ist getroffen, nur noch Edis am Start. Edis gegen den Rest der Welt. Gegen die vollständig anwesenden Jungs von Revi. Oh, schöner Treffer, schöner Treffer. Marc Eggers kriegt den einmal in Richtung Kronjuwelen. Und ist wieder direkt drin. Und ist wieder drin. Revive-Item ist aktiviert. Das ist geil, ist aber auch gefährlich. Alle Achtung vor Edis. Da alleine zu stehen, Kevin. Der Mann ist echt gut, Mann. Der weiß, was der da macht. Boah. Hugo. Hugo wieder eins vor Schlüsselbein. Das war wieder eine knappe Kiste. Pass auf dich auf, Hugo. Was ist Alter, das denn für ein Move? Alter. Schön. Marc Eggers raus. Man muss sagen, Edis zockt das auf jeden Fall sehr ruhig runter gerade. Ne? Der spielt das ordentlich und ruhig runter. Und er hofft auf einen Revive, aber der kommt nicht, denn die Items kommen random. Schöne Treffer, schöne Treffer. Oh ja. Jetzt ist er in der Angriffspflicht, weil er drei Dinge hat. Einen muss er loswerden, der Edis. Oh, no look. Edis jetzt nur noch gegen drei. Schöner Block. Das ist so clever, diese Blocks mit dem Ball. Oh, ist das ein Revive? Oh. Es ist ein Revive. Aber für Team Revi. Team Revi. Ja. Aber Edis schaltet auch einen nach dem anderen aus. Ne? Das ist so krass. Der spielt das wirklich sehr gut runter. Leistet hier wahnsinniges Chat. Unglaublich. Aber trotzdem... Am Ende geht es darum, wenn diese 45 Sekunden, ja, jetzt ist er raus. Das war's, das jetzt war's. Jetzt ist er raus und Team Revi gewinnt. Stark gespielt, stark gespielt. Team
Weil wir haben es gerade eben schon gehört, Team Papa Platte trotz Sieg leider aufgrund von direktem Vergleich raus, weil sie verloren haben gegen Team Honeypoo. Genau. Können sie, dürfen sie leider nicht mehr mitmachen. Ja. Team Amar durch, das ist war schon durch. Klar. Die müssen wir sehen gar nicht die mehr Tabelle machen. Jetzt. Team Amar auf Platz 1. Eine Niederlage, ja. 2 Siege. Team Revi, gleiche Bilanz. Team Honeypoo umgekehrt. 1 Sieg, 2 Niederlagen. Jetzt ist es so, dass der Finalist, der zweite Finalist neben Team Amar, ergibt sich aus dem direkten Vergleich zwischen Platz 2 und Platz 3. Das bedeutet, wir sehen jetzt gleich ein Rematch. Wir sehen die gleichen Teams nochmal gegeneinander. Das ist natürlich auch anstrengend, muss man sagen. Das ist super anstrengend, vor allen Dingen, wenn du überlegst, dass das Team, was dann gewinnt, dann im Finale gegen Team Amar spielt, die jetzt seit einer halben Stunde schön auf der Couch hängen und sich irgendwie Banane reinzimmern. Ja, und sich richtig schön ausruhen. Das wäre dann das dritte Spiel in Folge quasi für das Gewinnerteam. Es ist richtig hart, aber so ist es. Ne? Kann man nicht planen. Wir haben kann passieren. Ja, wir haben tatsächlich, also wir haben so Rücksprache gehalten, weil ich auch dachte, naja, kann man das Match dann jetzt nicht nehmen, das ein bisschen mehr, aber es geht tatsächlich nicht. Die Referees haben gesagt, nein, das muss ist jetzt alles ordentlich Zufall. Sein hier. Da können wir jetzt aber auch nichts machen, weil das sind nun mal die Regeln, Platz 2 gegen Platz 3. Ja. Best of 5, also nicht mehr Best of 3. Das wird auf jeden Fall ein Ritt, der ein bisschen länger wird, Leute. Und auch ein bisschen anstrengender hier für No Way zum Beispiel, der ja gerade noch meinte, wie einfach alles ist. Oh ja. Da bin ich mal gespannt jetzt. Also 5 Sätze im Zweifelsfall bekommen wir hier. Ja, das ist das Ding für die Challenge. Ist neu eingeführt worden und das hat was und hat auch schon richtig was gebracht. Phoebe, teilweise überragende Matches hier abgeliefert heute. Kevin, sag uns als Spielender, es ist schon wild, ne? Also der zweite Ball ist schon ein Vorteil, wenn du den in deiner Hälfte hast. Ne? Auf jeden Fall, alleine so, das macht halt eine Drucksituation. Ne? Du kannst als das andere Team, was nur den einen Ball hat, kannst du nicht so weit vorgehen, weil du kannst ja maximal einen rauswerfen, aber der andere, wenn du zu weit vorne bist, kann ich direkt rauskontern und rauswerfen. Und jetzt geht's auch schon los. Ich bin sehr gespannt, erstes Spiel. Spiel ist freigegeben, Halbfinale. Team Rot ist Team Honeypoo und Team Weiß ist Team Revi. Mo ist auch einfach so stark, ne? Unglaublich. Das ist der Endgegner. Mo, eine Maschine. Der hat die ganze Zeit schon vorhin beim Physio gesagt, dass er heute alles abwerfen wird und der MVP ist. Und er hat recht behalten, muss man echt sagen. Er ist wirklich sehr gut. Und ich bin gespannt auf die Reaktion von Revi. Kuba abgetroffen. Und Kuba unzufrieden mit der Gesamtsituation. 3 gegen 3. Die Sätze können sehr lang sein, können sich aber auch ganz schnell dem Ende zuwenden. Revive bei Team Revi. Und Hugo getroffen. Boah, Phoebe wieder überrannt. Ist dir das mal gelungen? Mit dem Ball das abzuwehren, meinst du? Schwierig, ne? Das ist sehr, sehr schwierig. Aber ich habe ein paar Leute gesehen, die das echt gut hinbekommen haben. Phoebe hat das auch schon ein paar Mal hinbekommen. Boah, Phoebe sauer. Warum ist er wieder drin? Das war vor allem Safety. Das war kein Touch. Das kann direkt nach oben. Gleich verkleinert sich die Zone. Und zwar jetzt. Oh, er hat übertreten. Mo müsste raus sein. Ja, Mo ist raus und Nick ist getroffen. Nur noch die Lara drin. Jetzt bin ich mal gespannt. Die gibt auch alles, ne? Oh ja. Nur noch eine Spielerin bei Team Honeypoo. Das hatten wir heute schon mal. Das ist noch nicht vorbei. Das kann sich noch komplett wenden. Oh, Hugo wird draußen abgeworfen. Sie muss halt jetzt den Revive bekommen. Das würde alles ändern.
schön. Sehr stark. Sie probieren alles, aber die Lara ist mutig. Boah, sie kriegt den. Ah, Revive bei Team Revi. Die Lara kämpft. Kämpft gerade für sich alleine. Und jetzt ist sie getroffen. Stark. Der erste Satz geht an Team Revi. Ich gehe wieder runter zu meinem Team. Du machst Kevin weiter. Geht wieder runter zu seiner Mannschaft. Und Team Revi gewinnt das erste Ding. Danke an Papa Platte, der hier kurz der Co-Kommentator gewesen ist. Und wir gucken uns die entscheidende Geschichte nochmal an. Da legen sie sich zurecht. War schon das bessere Game Boy Royale von Team Revi. Es ist aber noch nicht vorbei. Nochmal, es ist Halbfinalzeit. Wir spielen Best of Five. Spiel ist wieder frei. Zweiter Satz. Team Revi in Weiß, Team Honeypool in Rot. Team Honeypool braucht eine Antwort und liefert mit Edis. Unten seht ihr es, unter Team Revi. Der erste Satz. Chat, was sagt ihr? Wer verdient das Finale? Team Revi gegen Team Amar oder kommt Honeypool noch? Und die Challenge ist angefordert. Wir brauchen das doch nicht. Von mir ist the waste, aber ist egal. Weil es wurde gerade gesagt. Er hat zu mir gesagt, es wurde nicht gezählt. Und jemand anders. Ja, aber in dem gleichen Moment ist er halt rausgegangen. Ich habe ihn aber. Ja, aber er hat. Ist ja raus. Er sagt zu mir, er ist nicht raus. Das ist kein Problem. Alles kommt genau in dem Moment, geht er raus. Ja, aber wenn er doch sagt, guck mal, wenn er doch sagt, nein. Guck mal, du bist ein Scherz. Okay. Emotionen kochen hier in Düsseldorf. Isa komplett auf Krawall jetzt hier. Kann ich aber verstehen ein bisschen unter den Emotionen. Match ist wieder frei. Okay. Einmal ganz kurz jetzt in die Sekunde. Ich schwör's dir. Und
Patrick erklärt nochmal in aller Ruhe. So, zwei von drei müsst ihr werfen. Ihr habt aber nur einen geworfen. Und per Regel sind die, die dann noch einen Ball haben, raus. Und ihr hattet beide. Einer hat nur einen geworfen, einen geworfen. Aber jetzt zwei von euch hatten noch einen Ball. Ich würde gerne nochmal korrigieren. Okay. Per Regel hast du mir vorhin gesagt, die roten Bälle zählen nicht. Dann zweitens. Nein. Dann sagst du zu mir, ich habe jetzt einen Ball geworfen. Das heißt, wir hatten einen Ballgleichstand. Einer war raus. Nein, hatten wir. Ich habe doch den letzten geworfen. Ich war mit drei Bällen. Ja, egal. Passt. Kann man, wir gehen raus. Es ist ein heiß diskutiertes Ding hier. Mehr Bälle hat, okay, wer geht auf den Schein? Also das Team, das mehr Bälle hat, ist im Angriffszwang und muss den Angriff abschließen. Darum geht es hier gerade. Nochmal ein kleines Stück zurück. So, nochmal. Noch ein paar Sekunden. Chat, ihr hört den Referee. Jetzt bitte einmal laufen lassen. So, es sind noch fünf. Sie wirft. Genau. Das heißt, Isa, Phoebe. Genau, easy gegen die beiden. Okay, passt. So, Patrick, sprich zu uns. So, wir mussten einmal klären, wer jetzt beim Timeout noch auf dem Feld war. Und ihr drei wart noch auf dem Feld. Das heißt, es geht jetzt weiter mit 3-2. Ihr wisst Bescheid und die machen eine Party hier auf dem Samstagabend. Völlig zu Recht. Überzahlsituation für Hanipus Mannschaft. Kuba, Phoebe und Hanipu, das ist ein starkes Line-up. Mach jetzt auf 2-1-2. Sie versuchen Julia zu isolieren, klappt nicht, die wirklich gute Skills hat. Sie holen sich das Revive. Das ist taktisch und teamstrategisch überragend gespielt von Team Hanipu. Edis ist zurück. Nur noch Julia. Doch nicht nur noch Julia. Sie wollen Julia isolieren, aber das funktioniert nicht. Julia ist unglaublich stark in der Defensive. Oh, Adrian mit dem Catch. Das ist unglaublich, was sich hier entwickelt. Aus einer vermeintlichen überlegenen Situation für Team Hanipu. Die es immer noch ist. Nachdem Julia ja getroffen wurde. Aber Adrian hält sie im Spiel. Kein Problem. Chat, glaubt ihr noch an Team Revi in diesem Satz? Nicht. Die sind noch da. Nochmal, 2-1. Und ich glaube, Isa will es selbst erledigen. Inscope bringt die Bälle. Isa wird getroffen. Jetzt ist es nur noch Edis gegen Adrian. Und Adrian Mattern macht's. Trifft Edis und holt damit den zweiten Satz für Team Revi. Der nächste Satz würde den Sieg bringen für Team Revi, aber da müssen sie erstmal durch. Das muss man ihnen schon lassen. Also die Art und Weise, wie sie da zurückgekommen sind, aus der Unterzahl, alle Achtung, das ist die entscheidende Geschichte, trifft ihn unten am Fuß.
das Ding noch zu drehen, dann Team Honeypool. Spiel ist wieder frei. Dritter Satz. Wir spielen Best of Five im Halbfinale. Team Amar, das ist Fakt, wartet im Finale. Und das Publikum will zur Aftershow. Das kann jetzt alles ganz schnell gehen. Ihr seht die Retriever da an der Außenlinie. Adrian Adi in dem Fall. Deutliche Unterzahl für Team Honeypool. Edis versucht sich zu drehen und wird dabei erwischt. Das heißt, wir sind jetzt hier kurz vor einer Entscheidung. Team Honeypool hadert. Und nur noch Isa ist da, nachdem die Lara jetzt getroffen wurde. Wenn es dann am Ende 3-0 heißt, das jetzt, ist das auch verdient. Aber dennoch, Isa mit einem ganz großen Kampf. Und Revi macht's. Revi macht's. 3-0. Team Revi steht im Finale und trifft dort auf Team Amar. Am Ende war es dann doch deutlich. Und dann ist es am Ende auch okay und die vermutlich zweitbeste spielerische Mannschaft steht im Finale. Ja, das ist so bitter für Isa. Komplett auf sich alleine gestellt. Revi persönlich macht's. Ein ordentliches Team. War es dann deutlich. Allerdings muss ich auch sagen, Team Honeypool, raus mit Applaus. Und die können sich jetzt schon auf die Aftershow-Party fokussieren. Das war das entscheidende Ding. Und jetzt will ich auf jeden Fall Revi hören bei Reese im Interview. Jawohl, ich stehe hier unten bei den Gewinnern des Matches. Noch nicht den Gewinner des Abends, aber ihr habt jetzt die Chance darauf. Ihr habt euch weitergespielt ins Finale. Wir machen es kurz und knackig, wir haben es eh schon ein paar Mal gehört heute. Aber wie ist die Lage, wie ist die Stimmung? Ist noch Kondition da überhaupt fürs Finale? Wir sind jetzt warm gespielt. Okay. Ich sagte, ihr habt mit Brille gespielt, jetzt auf einmal funktioniert es hier. Ich sehe jetzt was, ist geil. Ja, das ist wirklich eine sehr, sehr gute Änderung. Also dann ruht euch aus, euch viel Glück fürs nächste Match. Und der Janin steht bei Team Honeypool. Macht mal einen Riesenlärm für Team Honeypool! So sieht's aus. Ganz genau, weil das, also ich sag mal, das war der Mindestlärm. Ich glaube, das war so, wir gehen mal eine Runde. Du kommst direkt einfach von einem Talk in den nächsten. Isa, ihr habt mega stark gespielt. Ja, was? Soll ich das sagen? Sag was. Okay. Also zu meinem Team, ich finde, mein Team hat richtig, richtig gut gespielt. Real Talk, ich bin sehr, sehr, sehr überrascht. Mein Team war sehr stark, die haben gekämpft und ich liebe das, wenn man kämpft, weil es ist nicht schlimm, wenn man verliert, aber die haben alle so viel Gas gegeben, 100%, und da bin ich sehr, sehr stolz drauf. Applaus fürs Team, fürs Ganze. Macht mal richtig Lärm. Sehr gut. Wir sehen da oben ein paar Bilder von euch vom Einlauf. Ey, aber
ich muss auch sagen, du hast dich als Captain so wie eine Löwin vor dein Team geworfen, für jede Entscheidung gekämpft. Respekt auch dafür. Ich meine, Patrick ist ein großer, breiter Typ, aber ich sag mal, der hat ein paar Mal zurückgezuckt. Ja, der ist so groß wie mein Papa. Also ich bin gegen Regen gewöhnt. Ich bin eine freche Tochter. Ich kenne das. Ey, also erstmal, ihr habt geil gespielt. Herzlichen Glückwunsch. Bock auf Aftershow-Party? Ja, ich werde... Warte, was darf ich sagen, was darf ich nicht sagen? Das musst du wissen, du bist erwachsen. Ich werde jetzt gleich ganz viel Wasser trinken erstmal. So, sehr gut. Ey, dann wahrscheinlich auch von dir an dein Team, habt ihr es gerade gehört, sie hat euch krass abgefeiert. Riesenapplaus gab es für euch schon zweimal, wir machen noch ein drittes Mal draus. Team Honeypoo, fantastischer Wettkampf, geil gespielt, knapp gewonnen. Und jetzt steht es fest, Leute. Wir haben das Finalpaarungsding ausgespielt. Hier wurde getüftelt, es wurde geblutet, es wurde geblutet wurde zum Glück nicht, aber es wurde verarztet, es wurde diskutiert, es wurde geschwitzt vor allen Dingen. Und jetzt wird kurz erklärt, und zwar von Reese, und zwar, wie es weitergeht. Ja, Freunde, also es ist keine schwierige Mathematik jetzt mehr an der Stelle. Aber im Finale werden wir sehen, das Team Amar gegen das Team Revi. Ihr seht es oben links auch eingeblendet. Das ist easy zu verstehen. Ich bin auf das Matchup sehr, 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 sehr gespannt, wer sich hier dieses Jahr als Weltmeister durchsetzen wird. Es gibt aber noch eine Sache, die müssen wir auf jeden Fall noch erledigen, bevor wir in das Finale gehen, nämlich die Wahl des MVPs. Das dürfen wir nicht vergessen. Und das machen wir dieses Jahr auf eine ganz besondere Art. Ich gehe jetzt gleich bei den Captains rum. Jeder darf einen Spieler aus dem Sammelsurium hier wählen. Und ihr im Twitch-Chat könnt dann das letztendliche Voting machen, wer MVP des Abends wird. Und genau, dann würde ich sagen, ich gehe einfach mal los. Zu gewinnen für den MVP, wir laufen gerade auch dran vorbei, können wir direkt mal filmen hier, gibt es den Golden Like Nugget Award. Aber ich zeige euch den mal. Dieses gute Stück hier gibt es zu gewinnen für den MVP. Aber die Frage ist natürlich, wer wird das werden? Ich schnapp mir mal den ersten Captain, da ist Amar. Amar, kannst du schnell zu mir kommen? Ich kann auch zu dir kommen, na klar. Kein Problem. Und dann können wir also anfangen. Das große Finale. Red Bull Game Boy Royale. Team Amar gegen Team Revi. Es ist also tatsächlich die Neuauflage des letztjährigen Finals. Wie schon im letzten Jahr in Hamburg, jetzt also auch in Düsseldorf. Revi gegen Amar, das Finale. Und jetzt werdet mal laut für Team Revi. Damit wir nochmal Klarheit haben fürs Finale. Chef Strobel hat nochmal eine Nachfrage. Es sollte nichts schief gehen nach dem sehr emotionalen Halbfinale. Ein
Patrick geht nochmal rüber zu Team Revi, die weniger Pause hatten, aber die eben dieses emotionale Momentum noch mitnehmen können aus dem Halbfinalsieg. Jetzt kennt ihr mit Best of Five Challenges eine Bitte. Ihr habt es ja gerade gemerkt, es gab viel Unterbrechung und viel Diskussion. Haben sie noch genug Körner? Nee, hört bitte darauf, was wir sagen, auch wenn es falsch ist, wird gechallenged, dass wir ein Spiel zusammen haben, okay? Zweimal challengen ist möglich. Ja, okay, perfekt. Wer sind die ersten beiden Rekruter? Amars Mannschaft saß schon länger im Finalboot. Und für alle, die jetzt hier neu dazukommen, direkt ins Finale. Schön, dass ihr da seid. Team Revi gegen Team Amar. Das ist das Finale beim Red Bull Game Boy Royale in Düsseldorf im Castellum. Das ist jetzt eine erhöhte Machbarkeitsstufe. Es ist ein verdientes Finale zwischen den zwei besten Teams. Ich glaube, das können wir so sagen. Amar wirft direkt den Schleudergang ein. Vadeal ist auch dabei. Und sofort die Uhr angehalten. Ihr challenge den Block, oder? Okay. Ja, es gab den Doppelblock und dann hatte er den Block und sie challengen, dass er getroffen wurde. Klare Kommunikation von Patrick. Es gibt die VAR-Challenge. Challenge Team Rivenside auf Hit anstatt Block. Es ist ein Hit, oder? Ja. Ja, ja. Ja. Nach Review kein Block. Hit. Jawohl. Können wir kurz 20 Sekunden Pause machen, dass meine Jungs was trinken können? Das ist gerade Iftar. 5 Sekunden, 10 Sekunden. Nur kurz, dass sie trinken. Rohat und Abu im Ramadan. Wir geben ihnen die Pause, damit sie jetzt auch was trinken können. VP-Voting übrigens. Chat läuft noch. Amar ist raus. Marc Eggers, der trifft und trifft und trifft. Und Tatsache, auch Sid ist getroffen am Fuß. Dank eines überragenden Marc Eggers holt sich Team Revi den ersten Satz im großen Finale. Wer hätte das gedacht? Der immer das letzte Wort haben will. Das Finale ist offen. Zweiter Satz. Team Revi gegen Team Amar. Weiter geht's. Also Mo macht eine überragende Partie. Und wir haben schon früh die Erkenntnislage. Drama. Auch in diesem zweiten Satz. Alle sind mit dabei. Übrigens, drittes Spiel am Stück für Team Revi. Alle Achtung. Und die Einzelführung gibt ihn auf jeden Fall Rücken, das sieht man jetzt hier. Julia. Hugo, der gut blockt. Also unter Offensivfachkräftemangel leidet Amars Team nicht. Sie kommen nur nicht irgendwie dazu, ihre berüchtigten Hits zu setzen. Amar will challengen. So, achtet auf Hugo in dem...
Ich glaube, es ist alles okay, oder? Ah, da haben die Refs einen besseren Blick drauf. Ich will hier gar nicht spekulieren. Inscope kommt dazu. Nach Review, Block von Hugo. Kein Hit. Kein Hit, genau. Alles sauber bei Hugos Verteidigungsmechanismus. So. 1-0 nach Sätzen, es geht weiter. Jalla. Und diesmal ist Hugo getroffen. Amar schlägt zu und Amar schlägt nochmal zu. Zwei gegen vier, Team Revi in Unterzahl. Nochmal, Julia macht ein überragendes Turnier hier. Holt das Revive und bleibt ungetroffen. Oder nicht? Am Zopf. Oh, ist das belastend. Aber sie opfert sich fürs Team. Weiterhin zwei drauf. Auch wenn der eine teuer war. Nur noch Adrian Mattern, der Mann mit der Sensationsnummer 111, 111 gegen vier Akteure von Team Amar. Der Wildwasser-Kajak-Spezialist Adrian. Es ist ein Abtasten. Er muss jetzt die Balance finden zwischen Defensive und Offensive. So, Amar wirft alles auf den Grill. 1-1, der zweite Satz geht an Team Amar. Das Schlusswort in diesem Satz wollte Amar selbst sprechen. Vielleicht war das auch nur so ein Täuschungsmanöver von Chef Strobel. Amar macht ihn rein. 1-1, wir haben ein richtig spannendes Finale. Team Amar meldet sich betriebsbereit. Finale, dritter Satz. Match ist wieder frei. Ihr seht es, wenn die Bälle direkt, wenn es wieder losgeht, genommen werden, muss man hinter diese Linie, die dann verschwindet. Herz von Amar ans Publikum hier in Düsseldorf. Im Kopf des Gegners. Amar immer wieder an vorderster Front. Die anderen versuchen so ein bisschen sich umzuverteilen. Ausgeglichen. Ein Ball. Fünf. Ah.
Es ist so risikoreich, wenn man eben aufs Revive geht, da kann man abgetroffen werden. Das Risiko hat sich ausgezahlt von Team Revi. Amar ist so treffsicher. Eliminiert Mo. Jetzt Zone, es verkleinert sich das Spielfeld. Ich bin großer Fan von diesen Gaming-Elementen. Chat, was sagt ihr? Hier zum Beispiel extra Ball. Und ihr seht jetzt auch gut das verkleinerte Spielfeld. Übertrittsgefährdet. Marc Eggers traut sich raus. Und jetzt wieder hoch zurück ins Körbchen, Marc. Lil Toro. 2-1, Revis Team vor. So, wir mobilisieren auch nochmal unsere letzte Kräfte. Team Revi, wenn die das Ding gewinnen hier, also diesen vierten Satz, dann ist es das gewesen. Kommt Team Amar nochmal zurück. Let's go. Wer hätte das gedacht? Als Außenseiter geht Team Revi hier in dieses Finale. Gegen das Team, Amar, was ja bisher komplett gegen den Strich rasiert hat. Finale! Oh!
Nochmal, wir spielen hier im Finale Best of Five. Zum Ausgleich. Ist jetzt aber in Unterzahl. Da seht ihr auch, wie wichtig der Job des Retrievers ist, in dem Fall von InScope und von Julia. Zu dritt auf Amar. Und das bringt nichts. Jetzt wird das Spielfeld wieder verkleinert. Vorsicht wegen Übertritt. War der Ersatz für Breitenberg. Zusammen mit Rohat und Amar. Mo, der will unbedingt MVP werden. Und Varian ist raus. Nur noch zwei. Team Revi steht kurz zum Sieg. Nochmal, wir spielen Best of Five. Gewinnt Team Revi diesen Satz? Dann war's das. Adi nochmal. Let's Hugo kriegen sie nicht gepackt. Flutschig wie ein Stück Seife, dieser Hugo. Mo und Hugo, und bitte. Das wabert hier hin und her. 3-3 mittlerweile. Das Ding von Amar und da gibt es den Applaus, auch selbst von Amar. Das könnte entscheidend sein. Rohat und Chef Strubel. Chef Strubel blockt, alles sauber, alles gut. Adi und Mo. Adi ist komplett in seinem Element und eliminiert Chef Strubel. Nur noch Rohat hält die Amar-Fahne hoch. Nur noch Rohat gegen Adi und Mo als Übermacht. Und damit trifft er ihn. Team Revi gewinnt das Red Bull Game Boy Royale. Gegen den Vorjahressieger. Im dritten Match in Folge. Ganz großes Dodgeball von Team Revi, die hier den Favoriten rauskegeln. Das hätte Amar so auch nicht geglaubt. Revi, Hugo, Julia, InScope. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Shoutout auch an Marc Eggers, an Mo, an Adrian Mattern. Das sind die Sieger und wir zucken, ey, der Matchball nochmal. Oh, komplett ins Zentrum. Mo mit einem Wahnsinnsturnier. Das sind also die Sieger. Hugo, Julia, Mo, Revi, Adrian Mattern, InScope, Marc Eggers und Adi Totoro. Was für ein Kampf. Am Ende... Es ist die kampfstärkste Mannschaft gewesen. Nochmal, die sind zurückgekommen. Aus dem Nichts.
unfassbare Szenen, die sich hier abspielen. Und ich gebe vom Kommentatorenplatz ab runter zu Janine Michaelsen. So, Team Revi, mal alle herkommen. Herzlichen Glückwunsch. Wow. Komm mal alle zusammen. Also, erstmal geil. Du kannst gar nicht reden. Ich kotze gleich. Das ist nicht schlimm, nur nicht auf mich. Bitte nicht auf mich. Ey, wie unfassbar geil ihr wart. Komm mal bitte mit. Wir müssen das hier alles mal einmal für die Geschichtsbücher einfangen. Komm mal hier rüber, weil es fehlt ein ganz wichtiges Ding. Erstmal, dass ihr alle mal krass ausrastet dafür, dass dieses Team einfach mal 800 Mal hintereinander so krass durchgeballert hat. Von ganz hinten nach vorne. Das sind die Sieger des Red Bull Game Boy Royal. Und hier ist euer Pokal. So. Und jetzt musst du auch nicht mehr kotzen. Was wolltest du sagen? Wieland Welte! Wieland Welte! Wieland Welte! Dankeschön, Düsseldorf, wir sind geil! Ey, danke an euch vor allen Dingen. Herzlichen Glückwunsch. Wir brauchen ein Foto von euch für die Geschichtsbücher. Stellt euch in der Mitte nochmal auf. Vorher-Nachher-Bild mit Pokal. Haltet euch fest, lasst euch festhalten in all eurer Grandiosität, Geilheit und in eurer Gewinnermentalität. Schaut euch diese schönen Menschen an, die dieses Spiel gewonnen haben. Laune ist da, herzlichen Glückwunsch an die Sieger und vor allen Dingen aber auch an alle anderen, die teilgenommen haben. Mit großem Erfolg, hat nur nicht ganz gereicht zum Sieg. Aber Ries, einen Preis haben wir noch. Eine Sache haben wir noch. Jawohl, nämlich den Golden Like Nugget Award, den ich jetzt dem besten oder der besten Spielerin des heutigen Abends verleihen werde. Dem oder der MVP des heutigen Abends. Und ich würde sagen, wir machen es kurz, wir machen es schmerzlos. Den hast du heute gewonnen. Herzlichen Glückwunsch an Julia Beautics. Golden Like Nugget Award für die Spielerin des Abends. Ey, krass, danke. Oh mein Gott. Doppelsieg für dich. Crazy, crazy. Sehr, sehr geil. Ey, herzlichen Glückwunsch. Ihr habt das wirklich richtig, richtig toll gemacht, Mann. Heute Abend gibt's Wasser mit Kohlensäure. Wir brauchen mit dir, von dir noch ein schönes Foto mit einem Award natürlich. Okay. Das muss natürlich auch... Oh, okay. Das Foto müssen wir auch mitnehmen. Ich auf jeden erwarte, Fall. Dass die Frau auf Händen aus diesem Raum rausgetragen wird. Ja. Und direkt zur Aftershow-Party. Leute, wer hätte das gedacht, dass wir hier heute so eine Geschichte sehen? Wahnsinn, Wahnsinn. Es also war ich weiß so nicht, wie es euch geht. Ich habe das Gefühl, ich hätte selber gespielt, so fertig bin ich. Wirklich, geht mir auch so. Ja. Es war so spannend. Wirklich Top-Finale. Erstmal müssen wir sagen, ey, vielen Dank Düsseldorf. Ihr wart unfassbar geil. Ja, vielen macht mal Applaus Dank für euch selber. Für euch selber. Ihr wart klasse. Vielen Dank an Robby Huhnke. Immer on point, immer da und vor allen Dingen immer wunderschön. Ja, bester Mann da oben, wirklich auch. Vielen sehr, sehr Dank gut. auch an unsere Partner. Elgin bei AOC. Ganz wichtig. Elgin bei AOC und Like. Jetzt die haben das Ganze hier doppelt machen. Gesagt. Ja. Und den allergrößten Dank an den unfassbaren Reeves. Nein, nein, das stimmt nicht. Ein doch, wirklich doch. Einen viel, viel größeren Dank. Und da will ich euch jetzt alle hören. An Janine. Leute, es war ein Riesenspaß. Ich gehe jetzt einen trinken. Ich weiß nicht, wie es mit euch ist. Bis zum nächsten Jahr, würde ich mal sagen. Wenn wir uns wiedersehen zur mach's dritten gut. Red Bull Game Boy Royal Ultra Party. Dann vielleicht in Köln. Schauen wir mal, ja? Habe ich jetzt wir einfach mal gesagt. Super. Hey, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Auf allen Kanälen dieser Jahr. Welt. Macht's gut, bis bald. Ciao. Tschö. Oh, the show we were